Hi Leute, DocMetaf hier. Wir spielen heute ein Spiel, welches ich mir gerade eben downgeloadet habe. Es heißt Edge of the End, ist von Ashen Arts und kostet gerade mal 2,47 €, 25% Sale dabei. Jo, in der Beschreibung steht Postapokalyptik Horror Survival Game. Und schauen wir mal. So. Das ist aber seltsam. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin geflasht. Ich wurde soeben abgeknabbert. Wunderschöne Grafik. Hervorragend. Das ist ein Goliath-Auto. Also die Bullen scheinen hier richtig groß zu sein. Was? Das ist ein Gehwunder. Ein Zombie frisst Straße. Nee, hier müssen wir mal weg. Hier müssen wir weg. Wir müssen ja diesen kleinen Jungen mit den komischen Armen irgendwo retten. In dieser absoluten Apokalypse. Ich kann nicht nach oben und unten schauen. WASD passt, aber wenn ich D drücke, läuft er nach links. Drücke ich A, läuft er nach rechts. Und das alles mit dem Kind mit der Alufolie am Hinterkopf. Das war eine Art Billigpflaster. So, was, damit? Wir sind in der Wüste. Die Zusammenhänge erschließen sich mir nicht. Im Begleittext steht, wir sind mit einem Hubschrauber abgestürzt. Jo, ein wunderschöner Hubschrauber. Vom Typ B-52 Stratofortress. Mit dem Ding wurde irgendwo mal Atombomben schon abgeworfen und ich bin auch so eine Atombombe, wie ich hier rumrenne. Genial, wir überleben jetzt durstend in der Wüste. Oh, ach du Scheiße. Ich kann mir den nicht mal anschauen, ja? Dann dreht er sich gleich. Wie gesagt, für 2,47 ist das geschenkt. Das ist wirklich, das ist eine Grafik, die haut mir ein Draht aus der Mütze. Genial. Oh, wir sind im Wilden Westen, ein Pferdefuhrwerk mit einer Schippe und, was liegt hier, eine Leiche? Jo. Ups. Wo kam denn der her? Jetzt sind wir wieder in der Riesenstadt, der wunderschön gezeichneten. Der Ton ist plötzlich verschwunden. Wahrscheinlich kommt er dann morgen oder übermorgen als Additional raus, ja, als Goodie für 2,47 € der Soundtrack. Leute. Ich krieg ja voll die Krise. Das ist so schwer, das Spiel. Das hat mich voll angefixt. Purple Jump. Ich kann nicht jumpen. Gehen wir mal hin, mal gucken, was wollen die netten Soldaten von uns? Die machen alle dasselbe. Was, hast du meine Tochter gesehen? Explosion, Quatsch. 20 Jahre später. Jetzt sind wir die Tochter. Die Grafik wird immer besser. Ich komme mir vor wie in The Last of Us. Natürlich 2, ja, Bombengrafik. Wir können in ein Haus gehen. Na, ist das bombig? Also, sowas Bahnbrechendes habe ich noch nie gesehen. Also, wenn das in der Kinderkrippe irgendwo programmiert wurde,
Dann sag ich mal, nicht übel, Herr Dübel. Na wunderschön, das Meer, wir haben das Meer. Mich beschleicht ein ungutes Gefühl, wir gehen mal baden. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Leute, 2,47 Euro. Eschen Arts, das Entwicklerstudio. Edge of the End. Heute erschienen am 27. August 2022. Und genau dieses Spiel ist das erste Spiel überhaupt in meiner ganzen Karriere, welches ich zurückgebe. Das ist eine Frechheit, oder? So ein Stuss zu programmieren. So, bevor ich mich jetzt weiter aufreg, mache ich mich vom Acker, schütt mir eine Flasche Sekt in den Schädel aufgrund dieser phänomenalen Horrorerfahrung und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, bye, bye.